Leute, hier ist wieder Lady Paint und Lady Lisa. Und heute machen wir ein Halloween-Bild, weil in 10 Tagen ja Halloween ist. Vielleicht habt ihr die Nachricht von Lady Lisa gesehen. Ja, vielleicht. Also und wir hatten bisher schon auch einen Ausruf, aber den haben wir nicht mal gesehen. Also, ja, auf jeden Fall egal. Mein Stift. Okay, und jetzt beginnen wir auch schon mit dem Malen. Wir malen heute eine Halloween-Spinne. Vielleicht habe ich das schon gesagt, weiß ich eigentlich nicht mehr. Und ja, also wir fangen an mit etwas Tropfenähnliches in der Mitte. Das darf aber oben nicht so spitz sein. Guckt, weil das bei euch eher so abgerundet ist. Jetzt malen wir an den Tropfen noch einen Kopf dran. Schön rund. Jetzt können wir 2 Augen malen. Darunter noch 2 Augen. Und hier noch 3 Augen in die Mitte. Okay. Dann in jedes Auge noch eine Pupille rein. Naja, die kleinen nicht, das ist zu klein. Und ein Mund. Mit 2 Fangzähnen. Oh, hier waren wir fast am Mundchen. Egal. Du machst einfach. Okay. Also, wisst ihr genau, wie viele Beine eine Spinne hat? Wenn ja, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust darauf habt. Und es uns sagen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ich mache jetzt einfach mal solche Beine. Wenn dich das interessiert. Okay, und jetzt machen wir hier noch auf den Rücken Haare. Okay, wie kannst du so schnell sein? Ich muss rein bei allen malen. Keine Ahnung, wie ich das eben gemalt habe. Okay. Ich muss jetzt noch mal hier immer noch kleinere Füße. Okay, dann ist echt groß. Wie kann ich sie nennen? Spidey. So möchte ich meine Aufnahme, aber egal. Okay, jetzt sehe ich schon mal richtig gruselig aus. Und. Also, meine heißt. Also, so eine Spinne heißt. Sorry, jetzt finde ich mal kurz. Ich will mal kurz. Farbenmagie, ich bitte, kann ich ein bisschen haben? Nein. Ich will jetzt mal kurz, wie ich meine Farbenmagie einwende. Ja, okay. Heute kannst du mal kurz haben, weil ich meine, diese Spinne ist echt gigantisch. Okay, ich bin jetzt fertig. Wow. Sieht das nicht einfach mega aus? Meine Spinne ist so. Wow. Und jetzt ist Lady Lisas Spinne an der Reihe. So, habe ich auch? Ja, ich habe die ein bisschen abgegeben. Tada! Wow! Eine Vogelspinne. Das ist ja eine Vogelspinne. Schreib noch hin, wie meine Spinne heißt. Oh, die ist so groß. Die heißt Spidey. Ich weiß jetzt nicht, ob es so geschrieben wird, aber ich schreib's einfach mal so, Spidey. Hey Leute, ich wollte euch nochmal erzählen. Was soll ich schon? Hey Leute, das sind meine Halloween-Szene. Ich sehe noch dann. Wir machen noch ein ganz, ich, vielleicht, aber nur vielleicht, ich kann es euch nicht versprechen, machen wir an Halloween ein Video. Und ja, vielleicht machen wir an Halloween ein Video und dann können wir euch unsere... Weil wir ja normalerweise Süßigkeiten sammeln gehen. Aber ja, und wir machen auch eine Halloween... Party mit nicht vielen Gästen. Wir könnten noch unsere Dekoration zeigen. Ja. Wenn ihr möchtet, zeigen wir euch, wie es jetzt schon in unserem Zimmer aussieht. Aber wir müssen jetzt mal fragen, ob wir es dürfen. Okay, wir durften. Liebe Lady Paint Fans, falls ihr welche habt oder welche seid. Hier ist unsere Halloween-Dekoration Nummer 1. Es ist so ein Spinnennetz. Ich habe hier noch für Halloween vorbereitet. Das ist so eine Fühlekiste. Hier steht auch nur eine kleine Nachricht drauf.
Und hier kann man dann so reingreifen und Süßigkeiten reinholen, ausholen. Und hier am Fenster ist schon richtig viel los. Also diese haben jetzt... Sorry, die Popelschutzzentrale ist von, als wir kleiner waren. Hier gibt's so... Hier sehe ich auch... Hier seht ihr auch mein Halloween-Bild, das ich letztens gemalt habe. Also heute mit meiner Schwester. Hier ist noch so eine Jack-O-Lantern, also eine Laterne von Jack-O, die so leuchtet. Also hier ist noch zwei Geister, die haben wir aus Korken gemacht. Warte. Und hier ist noch so eine Spinne aus Plastik und hier ist meine Greifkiste, da ist noch nichts drin. Oh. Und dann da haben wir noch so rein. Federmäuse. Ich tue die jetzt rein. Und Spinnennetz. Und hier das Fenster ist dekoriert mit einem Geist. Noch ein Geist. Ein Kürbis. Hello, hello, Halloween. Und ein Spinnennetz. Und natürlich diesen Geist hier. Ciao, Leute.